Hi, hier ist der Matthias von Gizmodo. Ich bin auf der Inside AR. Neben mir ist der Jürgen von Metaio. Hi Jürgen. Hallo. Du hast hier eine ganz spannende Technik, DVO. Was macht die denn? Genau, also wir haben eine neue Technik, Tracking-Technik entwickelt, mit der wir relativ schnell Kameras checken können und lokalisieren können im Raum. Und das erlaubt uns, 3D-Modelle aufzunehmen, zum Beispiel von seinem Wohnzimmer oder von Stühlen oder Tischen, die man damit eben einscannen kann in 3D. Mhm. Und dann vermessen kann. Dann kann man zum Beispiel nachschauen, wie viel Platz habe ich eigentlich in meiner Wohnung, wie viel kann ich da, passt da noch ein neues Sofa hin. Mhm. Aber ich kann so ein 3D-Modell auch verwenden, um ein Verdeckungsmodell zu berechnen und dann schon mal eben ein virtuelles Sofa oder einen virtuellen Stuhl in die Wohnung reinzustellen und zu schauen, wie der eben aussieht hinter dem Tisch, okay. Hinter dem Esstisch. Oder ja, dann lass uns doch mal den Raum hier scannen. Ja, genau. Schalte ich hier um. Also jetzt sieht man hier gerade eine First-Person-Perspective, also wie die Rekonstruktion für den Rechner aussieht. Jetzt kann ich umschalten in eine 3D-Ansicht. Und jetzt können wir hier den Tisch eben aus verschiedenen Perspektiven sehen. Mhm. Wenn du gerade mal kurz stehen bleibst, kann ich dich auch mit einscannen. Jetzt mache ich hier mal auf Pause. So. Und jetzt können wir eben nachträglich, und ich komme jetzt mal gerade wieder hin. Das Modell beliebig rotieren, okay. Und hier mal reinzoomen. Ja, wow. Und das schaut aber von den Proportionen schon erstaunlich gut aus. Ja, also abgesehen von meinem sehr strangen Gesicht. Ja, also das Wichtige ist auch, das hat jetzt hier alles das ganze 3D-Modell hat eine absolute Skalierung. Also wir könnten jetzt hier ablesen, wie groß der Tisch war oder wie viel Platz wir hier zwischen Tisch und Wand haben. Mhm. Und das hilft halt enorm, wenn man nächstes Mal im Möbelhaus steht oder im Baumarkt und wissen muss, wie viel Platz man eigentlich noch daheim hat. Was sind denn da so die Anwendungsszenarien, die möglichen? Ja, also die eine Anwendung ist eben, dass man Leuten dabei hilft, ihre Wohnung einzurichten. Ja. Aber die andere Anwendung ist, dass jetzt auch jemand, der Content, 3D-Content erzeugen muss, ganz leicht irgendwie Gegenstände, die er so sieht in der Welt, digitalisieren kann. Mhm. Und dann danach in ein 3D-Modelliertool oder in ein CAD-Programm einladen kann, eventuell nachbearbeiten oder halt verwenden kann wieder für Leute, die dann auf eBay vorher sich mal anschauen wollen, wie jetzt ein Stuhl bei Ihnen in der Wohnung aussehen würde. Du hast mir vorhin gezeigt, ihr habt da so ein kleines Standardmännchen, was ihr auch in die Welt reinsetzen könnt. Genau, genau. Wir können mal gerade den Metaio-Man in die Welt laden. Der Metaio-Man. Da muss ich hier nur gerade umschauen. Ja, dann gehe ich mal wieder hier rum. Slam. Dann stellen wir jetzt mal hier hin. So, und jetzt lernt er eben wieder eine 3D-Karte. Und wenn der Metaio-Man jetzt hinter einem Stuhl verschwindet, dann sieht man eben, wie der verdeckt wird. Und dadurch wird eben die Augmentierung sehr viel natürlicher in der Welt. Und das funktioniert jetzt auch, wenn ich zum Beispiel hier meine Hand davor halte. Dann verdeckt die eben auch den... Moment, was hier... Okay, verstehe. Das sieht ja soweit schon ganz gut aus. Es funktioniert. Was sind denn da jetzt so die nächsten technischen Schritte? Wo geht denn das jetzt noch hin? Also im Moment hat unsere 3D-Rekonstruktion eine pure Visual Odometry. Das heißt, dass wir nur die Kamerabewegung entlang der Bewegungsrichtung schätzen. Mhm. Wir können im Moment noch keine größeren Umgebungen damit scannen, einfach weil der Drift zu groß wird. Aber wir planen jetzt in den nächsten Monaten, das zu erweitern in ein volles Slam-System. Okay. Und dann wird es eben auch möglich werden, dass man die ganze Wohnung einscannt, dass man keinen Drift oder weniger Drift hat und dass das 3D-Modell trotzdem noch konsistent aussieht, ohne doppelte Wände oder doppelte Gegenstände. Alles klar. Okay. Dankeschön, Jürgen, für die ganzen Infos und dir noch eine schöne Insider-Jahr. Bitte, bitte. Hat mich gefreut.